ich overshooten kann. Hallo liebe Leute, willkommen in der Lektion Tables üben. Es gehört zum Online-Coaching und wir sind im Bereich Bikepark. Jetzt ist es wieder so, alle wollen Tables springen, auch die größeren Tables, aber viele sind nicht bereit dazu, das systematisch zu üben oder zumindest wirklich auch Zeit zu investieren, das zu üben, und klären das einfach nur über Geschwindigkeit und kommen vielleicht auch so bis zu einem gewissen Grad weiter, dass sie es in die Landung schaffen. Aber in der Technik mangelt es häufig und ich möchte euch dann heute Tipps geben, mit welchen Übungen ihr das verbessern könnt. Kann sein, dass ihr dann nochmal einen Schritt zurückgehen müsst und nicht direkt in die Landung reinspringt, sondern dass es erstmal um das Verbessern der Technik geht und danach kann man auch die Geschwindigkeit wieder anpassen. Wer Table springen möchte, muss schon super gute Basics haben und dazu gehört in dem Fall auch schon ein fortgeschrittener Basic, und zwar, dass man Standard-Hops oder Bunny-Hops beherrscht. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil da sind wichtige Dinge wie die Körperspannung, die man braucht, um zwischen Lenker und Pedale eingespannt zu sein. Und auch eine Absprungbewegung und so weiter und so fort. Da ist auf jeden Fall, dass man das bewusst angehen sollte und nicht aber sagt, ich gebe einfach immer Vollgas und irgendwie schaffe ich schon über den Table. Ganz klar ist, die wenigsten haben gute Tables direkt im Garten oder im Wald nebenan, sondern müssen irgendwo hinfahren, um irgendwie überhaupt springen zu können. Dieses Problem müsst ihr auf jeden Fall lösen, und zwar entweder indem ihr euch eine mobile Rampe baut, euch eine mobile Rampe bestellt, im Internet gibt es echt auch schon gute, oder indem ihr hingeht und sagt, da wo ein paar Baumstämme quer liegen, nehmt ihr ein bisschen Erde und legt die Erde so ein bisschen wie ein Kicker-Geshape davor, dann habt ihr auch Absprünge, weil ihr braucht die Wiederholungsfrequenz und ihr braucht kleine Kicker, kleine Sprünge, um erstmal die Technik zu lernen und zu festigen und dann im Bikepark die höheren Tables auch zu nehmen, weil es gibt sehr viele verschiedene Tables, es gibt auch verschiedene Techniken, wie man abspringt, und das sollte man wirklich Schritt für Schritt machen, damit man da nicht in Gefahr gerät, vielleicht ja, zu stürzen. Falls die Basics noch nicht da sind, geht bitte nochmal zurück in die Lektion vom Online-Coaching zum Bunnyhop, zum Manual, und dann werdet ihr auf jeden Fall da schon mal gute Übungen haben, die ihr machen könnt. Ja, dann geht es aber weiter, Tables kommen auf jeden Fall. Und es muss bei euch die Bereitschaft sein, geht es darum, nur zu sagen, ob komme ich irgendwie über den Table in die Landung, oder geht es auch um das Wie? Also will ich meine Fahrtechnik verbessern oder will ich die gute vorhandene Fahrtechnik erweitern, um dann vielseitiger bei verschiedenen Table-Absprüngen reagieren zu können. Deswegen schnappt euch euer Smartphone, euer Handy, euer Tablet und filmt euch mal ab, wie ihr bisher Tables gesprungen seid. Wahrscheinlich ist es so, dass ihr viel Geschwindigkeit genommen habt und dann euch drüber tragen lassen habt zentral. Ist auch gut, manche schlucken auch den Absprungimpuls etwas weg, indem wir Arme und Beine beugen, damit man nicht so hoch springt. Aber ich würde euch raten, trainiert jetzt die Technik mit dem Absprung euch groß zu machen, also aktiver abzuspringen. Und das möchte ich euch jetzt mal zeigen und dann Übungen mitgeben, wie ihr das lernen könnt. Ein ganz wichtiges Element dabei ist der sogenannte Preload. Das heißt, dass man, wenn man zentral aufrecht auf dem Rad steht, sich dynamisch, aktiv, schnell runter bewegt. Dadurch fädelt man den Dämpfer und die Gabel ein. Es gibt verschiedene Wege, das zu beschreiben. Manche sagen auch, es fühlt sich an, als wenn man sich schnell klein macht und dann mit den Beinen das Tretlager noch mehr in den Boden reinbewegen möchte. Ihr habt dann so eine Tief-Hochbewegung und das Ausfedern des Dämpfers und der Federgabel helfen euch, um einen sogenannten Absprungimpuls zu verstärken. Und das kann man natürlich nutzen und sollte man auch, wenn man es dann im Table anwenden möchte. Roll dazu in der Ebene an und mach immer wieder sogenannte Preloads, manche sagen auch Stomp oder Rebounds. Und mit der Übung könnt ihr dann nachher hingehen, das auch beim Springen einzubauen. Trotzdem isoliert das auf jeden Fall einmal und übt das einzeln. Schaut bitte nochmal in die dazu passenden Lektionen beim Bunnyhop und beim Manual. Da werdet ihr sehen, da zeige ich euch das schon, wie ihr das üben könnt. Hier nochmal zum Angucken. Jetzt ist es so, dass Tables den Vorteil haben, dass man auch drüber rollen kann. Also, man kann natürlich jetzt hingehen und sagen, wer keine Sprungerfahrung hat, der rollt erstmal
mit moderater Geschwindigkeit auf dem Table, über den Table drüber, um überhaupt ein Gefühl zu kriegen. Lässt auch erstmal automatisch passieren, was der Körper macht. Und zwar wird er den Absprung wegdrücken, Arme und Beine beugen sich, man nennt es auch wegschlucken. Und dann kann man nach und nach sich steigern, zum Beispiel indem man die Geschwindigkeit steigert oder die Bewegung von sich klein machen und dann groß machen, weiter steigert, um aktiver abzuspringen. Eine ganz wichtige Methode, wenn man das Tablespringen üben möchte, und zwar, auch wenn ihr schon viel Erfahrung habt, ihr seid schon irgendwelche größeren Tables gesprungen, aber ihr habt das Gefühl, es ist noch nicht so Pilot, es ist eher so ein Passagierfeeling. Und manchmal klappt es gut, manchmal nicht. Ihr braucht noch mehr Konstanz. Dann nehmt euch erst nochmal wirklich einen kleinen Table und übt daran dann die Techniken, die ihr machen wollt. Aktiv abspringen, den Preload nutzen und so weiter und so fort. Dann geht es nämlich darum, nicht darum, unbedingt eine krasse Weite oder Höhe zu schaffen, sondern ihr könnt dann an diesem Absprung das Ganze üben. Macht mega Sinn. Ist viel besser, als zu sagen, okay, ich kenne die Theorie und übe jetzt an einem großen Table. Geht wirklich nochmal zurück. Und dann könnt ihr diese einzelnen Aspekte an einem kleinen Table üben. Ein ganz wichtiger Aspekt beim Tablespringen ist natürlich das Timing. Wann führe ich die Bewegung wie aus? Und da ist es so, dass da oft das Problem liegt, dass das Ganze noch nicht funktioniert, weil die Leute denken, eigentlich, ich mache mich doch mit dem Absprung groß. Trotzdem hebt mein Hinterrad gar nicht richtig ab, und obwohl ich auch relativ schnell war und so weiter und so fort. Das liegt dann daran, dass die Bewegung in dem falschen Timing durchgeführt wurde. Und das Ganze kann man natürlich auch in Angriff nehmen, indem man zum Beispiel folgende Methode anwendet. Man nimmt sich mehrere mittelgroße Tables und fährt sie deutlich langsamer als sonst und achtet dann dabei so, dass man darauf, dass man oben auf das Tableau drauf springt, indem man sich subvokal, also durch das Sprechen, das Timing vorgibt, und zwar tief, tief und jetzt Beine strecken oder und jetzt hoch, irgendein Kommando, was ihr euch gibt. Und dann soll das in dem Moment passieren, dass wenn das Hinterrad über die Absprungkante vom Table rollt, über die Kante rüber geht, dass man dann die Beine ganz gestreckt hat. Das ist ein guter Tipp, das kann man auch machen, dass man langsam größere Tables rollt, immer drauf hopst, aber sich auf die Technik konzentrieren kann, das Timing. Kann ich total empfehlen, diese Methode. Wie gesagt, jetzt gerade nicht das Ziel, dass ich über den Table in die Landung komme, sondern als Methode, dass ich nur oben drauf hopse, aber vom Timing mich so strecke, dass ich mich strecke, wenn das Hinterrad über die Kante rollt, sind die Beine gestreckt. Das ist, wie gesagt, oft machen die Leute früher, dass sie strecken und drücken dann doch den Absprung weg, und das Hinterrad soll einen Kick bekommen. Ich zeige es euch einmal. Eine Methode für Fortgeschrittene, die ihr machen könnt, ist, dass ihr ein Table, in dem ihr euch wohlfühlt, nutzt, um da auch verschiedene Techniken zu nutzen, zum Beispiel das aktive Abspringen, dass man sich, wie gesagt, eine Tiefhochbewegung dynamisch streckt im Absprung, und was man natürlich auch machen kann, das Wegschlucken, Wegdrücken, dass man, wenn man über die Absprungkante fährt, dass man dann die Arme und Beine chronologisch beugt, das passiert auch automatisch, und dadurch kann man den Absprungimpuls mindern oder wegschlucken und schnell wieder am Boden mit beiden Reifen sein. Ein kleiner Tipp natürlich nicht nur fürs Tablespringen, aber da könnt ihr das gut machen, wenn ihr an einem Dirtspot seid, wo es viele Tables gibt, oder im Bikepark. Beobachtet doch mal andere Fahrer an und analysiert deren Absprungtechnik, weil dieses Analysieren, dieses Bewegungssehen, Schulen, das hilft euch total, und auch dann selber die Bewegungen auszuführen und variantenreich zu werden. Ich freue mich darüber, dass ihr Bock auf Tablespringen habt und dass ihr diese kleine Online-Lektion dazu nutzen wollt, um ein bisschen inspiriert zu sein, wie könnt ihr das Ganze üben. Nochmal zusammengefasst, wichtig ist, tastet euch Schritt für Schritt heran, und sowohl was die Geschwindigkeit angeht, als auch den Abschwungimpuls, und macht es bitte so, dass ihr nochmal einen Schritt zurückgeht und Techniken an einem kleinen Table übt, einem wirklich sehr kleinen Table übt, bevor ihr sagt, ihr möchtet das Ganze an größeren Tables üben, weil einfach da zu viel Gefahr besteht. Und ja, dann bleibt dran und filmt euch dabei, guckt mal, wie ihr es macht,
und dann könnt ihr wirklich auch schauen, dass es besser wird. Postet eure Videos in die Facebook-Gruppe fürs Online-Coaching oder auf IBC News im Unterforum Fahrtechnik. Geht positiv mit euch selber um, tastet euch Schritt für Schritt an Table-Absprünge heran, sucht euch kleinere bis mittlere Tables und achtet auf die Tagesform, wenn es mal am Tag nicht so gut läuft, dass ihr auch mal sagt, nee, heute nicht. Weil, wie gesagt, leider an Tables kann man sich auch schon doof wehtun, wenn man es völlig falsch angeht. Also bleibt dran und bleibt heile.